Also wir werden erst einen kurzen Rückblick geben auf das Urteil und werden dann einen Ausblick geben, wie kann es aus unserer Sicht mit einem demokratischen Europa, mit einer demokratischen EU weitergehen. Für all das sind ungefähr 30 Minuten eingeplant und danach ist natürlich Zeit für Ihre Fragen. Wir wollen erstmal ganz nüchtern auf das Urteil schauen. Erstens, ESM und Fiskalvertrag sind nicht verfassungswidrig und zweitens, es wird keinen Volksentscheid über diese Verträge geben. Das waren unsere Ziele und die haben wir so nicht erreicht. Das müssen wir einfach festhalten. Was wir erreicht haben, ist, dass das Verfassungsgericht zum ersten Mal in seiner Geschichte verlangt, dass völkerrechtlich bestimmte Punkte sichergestellt waren, die in unseren Beschwerden zentral waren. Die sind beide hinreichend bekannt, deshalb möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Einmal der Vorbehalt, dass das Stammkapital von 190 Milliarden die absolute Obergrenze ist. Und da gibt es an drei Stellen wurden Lücken geschlossen. Aus unserer Sicht entscheidende Lücken, auf die können wir nachher später nochmal genauer eingehen. Die befinden sich in den Artikel 25, in den Artikel 9 und Artikel 8. Machen wir vielleicht nachher im Anschluss, wenn es von Interesse ist, dass wir darauf mal spezifisch schauen. Wir schließen uns nicht den Aussagen an, das ist ja sowieso alles klar gewesen, das ist jetzt nur eine reine Sicherungsklausel, sondern wenn das so gewesen wäre, hätte das Verfassungsgericht nicht dieses scharfe Schwert benutzt, völkerrechtlich das Ganze sicherzustellen. Ob der jetzt schlampig formuliert war oder ob das bewusst eingebaute Ermächtigungsklauseln waren, sei mal dahingestellt. Der zweite Vorbehalt betrifft die Rechte des Bundestags. Kontroll- und Informationsrechte wurden gestärkt, auch die können wir genauer anschauen. Ganz kurz, die Unverletzlichkeit der Archive, die Immunität und die Geheimhaltungspflicht gegenüber dem Bundestag wurde aufgehoben. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der so im Nebengang auch noch erwähnt wurde, der ESM bekommt keine Banklizenz, das heißt, er darf sich nicht refinanzieren bei der Europäischen Zentralbank. Wir dürfen nicht vergessen, das Ganze war ein Urteil nur zu einer einstweiligen Anordnung. Die Hauptsacheentscheidung steht noch aus. Und das Gericht gibt vermutlich in der Hauptsache noch mindestens bei 6 weiteren Punkten seine Einschätzung ab. Zum einen wird nochmal die Zuständigkeitsverteilung der Gremien innerhalb des Bundestags zur Sprache kommen. Dann sagt in dem Urteil das Gericht auch schon, auch das deutsche Direktoriumsmitglied, also nicht nur der Finanzminister, sondern auch das deutsche Direktoriumsmitglied muss gegenüber Bundestag rechenschaftspflichtig und weisungsgebunden sein. Der dritte Punkt ist, es darf nie die Situation vorkommen, dass schnelle Nachschüsse gefordert werden, weil wenn man die nicht zahlen kann, werden die Stimmrechte ausgesetzt und dann könnte ja wieder der Bundestag nicht entscheiden. Diese Lücke darf nicht entstehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich so eine Auflage für Rückstellungen, Rücklagen im Haushalt geben. Und da geht es immerhin um bis zu 168 Milliarden. Der vierte Punkt ist, die Ausgabe von Anteilen zu einem anderen Nennwert braucht auch die Zustimmung des Bundestags. Diese vier Punkte, den Vertrag betreffend, hat das Verfassungsgericht festgestellt, plus die EZB-Politik, die ja eine Woche vorher von Draghi an die Märkte und an, ja nicht nur an die Märkte, sondern an ganz Europa gegeben hat, diese Botschaft, die wird ganz sicher nochmal zentral in dem nächsten Verfahren, das vermutlich noch in diesem Jahr stattfinden wird, nochmal vermutlich auch mit einer mündlichen Anhörung zum Tragen kommen. Für uns wird entscheidend sein beim Hauptsacheverfahren, ob sich das Verfassungsgericht über diese rote Linie äußert, ab welcher der Referenten bei Souveränitätsabgaben oder Übertragungen von Hoheitsrechten zwingend notwendig sein wird. Für uns steht außer Frage, dass der Schritt politisch richtig und notwendig ist, ob er juristisch geboten oder sogar zwingend ist, wird sich zeigen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine für mich ganz interessante Stelle aus dem Urteil vorlesen, was die Dimension zeigt, wie sehr das Gericht sich selbst zurückhält an der Stelle und wie sehr sie der Einschätzung oder sozusagen der Einschätzungskompetenz des Bundestags folgt. Da geht es nämlich um die Haftungsobergrenze. Das Verfassungsgericht sagt, eine Haftungsobergrenze, da war ja mal immer so im Raum, wenn die Haftungsobergrenze bei der Höhe des Haushalts eines Jahres angelangt ist, das wären 300 Milliarden, das sei also eine Grenze. Jetzt sagt das Verfassungsgericht, die Haushaltsautonomie läuft erst leer, wenn das Ganze praktisch vollständig leer liefe.
Also das ist so eine Formulierung, da kann man ja wirklich viel rein interpretieren. Das heißt, im Grunde müssen wir fast zahlungsunfähig werden. Bis dahin darf der Bundestag entscheiden. Und jetzt sagt dass der Gesetzgeber auch im Urteil auf Seite 66 CC, die Einschätzung des Gesetzgebers, Zahlungspflicht für Anteile im Gesamtwert von 190 Milliarden, führe nicht zu einem vollständigen Leerlaufen der Haushaltsautonomie, ist vom Bundesverfassungsgericht hinzunehmen. Auch, und zwar, da geht es jetzt nicht nur um die 190 Milliarden, sondern auch vor dem Hintergrund, dass EFSF, Griechenlandhilfe, Tage 2, IWF, all diese Haftungssummen hat das Bundesverfassungsgericht auch mitbedacht. Auch das ist mitbedacht. Und es müsste sozusagen den Ausführungen des Gesetzgebers folgen, dass wenn ESM nicht in Kraft tritt, schwerwiegende Konsequenzen für das gesamte Wirtschafts- und Sozialsystem drohen. Und jetzt kommt's. Auch wenn diese Annahmen unter Wirtschaftsfachleuten äußerst umstritten sind, so sind sie jedenfalls nicht evident falsch. Und deshalb darf das Bundesverfassungsgericht seine Einschätzung nicht an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers stellen. Auf gut Deutsch, was politisch entschieden werden muss, kann nicht vom Gericht vorweggenommen werden. Ganz, ganz klare Aussage. Das bedeutet aber im Umkehrschluss für uns auch, das Verfassungsgericht sagt, die Politik der Euro-Rettung ist weder aus wirtschaftswissenschaftlicher oder sonstiger Sicht alternativlos. Das geht ja aus dem Satz hervor. Es gibt Alternativen, nur es ist nicht Sache des Gerichts, diese zu benennen, sondern es ist Sache der Politik. In der Gesamtzusammenfassung, für die Bewertung werden wir, also für eine abschließende Bewertung, werden wir das Hauptsacheverfahren abwarten. Erstens. Zweitens. Der Bundestag wurde durch unser Verfahren gestärkt und sollte dies auch anerkennen. Also wir haben ja immer gesagt, wir wollen auch die Parlamente stärken. Es geht uns um die Rechte der Bürger, auch um die Rechte der Parlamente. Und die Auseinandersetzung um unsere Forderung wird weiter politisch geführt werden. Und unsere Forderungen sind nach wie vor, wir wollen kein Europa der Finanzmärkte und Regierungen, sondern ein Europa der Parlamente und Bürger. Für uns aus Sicht der Steuerzahler bedeutet das vorgetragene Ergebnis, dass ganz offensichtlich der Spielball wieder zurück bei der Politik ist. Und das heißt, dass wir auch hier weiterhin um eine richtige Entscheidung innerhalb der Europapolitik politisch ringen müssen. Und da sehen wir schon den Appell des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Bundestag stärker informiert werden muss als sehr positiv an und würden dem gerne auch an die Bundesregierung dahingehend noch ergänzen, dass nicht nur der Bundestag informiert werden muss, sondern auch die Bürger. Denn die haben einen Wunsch nach Transparenz und nach Information. Was geschieht in der Krise? Warum werden welche Entscheidungen wie getroffen? Und dahingehend würden wir die jetzige Entscheidung schon mal auslegen, dass das ab sofort dann auch in intensiveren Umfang geschehen kann und geschehen sollte. Denn wie bereits festgestellt hat, das Gericht ja nicht gesagt, dass die Europapolitik sinnvoll oder gerade auch wirkungsvoll ist. Und hier geht es jetzt darum, wirklich den Bundestag mit neuen Diskussionen zu füllen und dann auch dort über die politische Diskussion, die Diskussion mit den Bürgern und die Beteiligung der Bürger wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Denn jetzt kann jeder Bürger und jeder Wähler seinen Bundestagsabgeordneten daran erinnern, dass wenn er innerhalb des ESM Entscheidungen treffen will oder muss, dass diese auch vor ihm legitimiert werden müssen. Und das ist der erste positive Aspekt. Alles Weitere müssen wir dann abwarten, was noch folgt. Das ist ja schon angesprochen worden, ein Weiter-so kann es nicht geben. Unsere politische Forderung nach einer besseren parlamentarischen Kontrolle der Euro-Rettung allgemein und überhaupt der Europapolitik und vor allem nach einer stärkeren Bürgerbeteiligung und einer direkter Einflussnahme der Bevölkerung, die ist richtig. Die haben wir jetzt zwar nicht im Eilverfahren durchsetzen können, aber die bleibt politisch richtig. Wir werden auch abwarten, ob wir es schaffen, dass in der Hauptverhandlung und in der endgültigen Urteil wichtige Hinweise auf die schon viel besprochene rote Linie für die Inflationsgrenzen festgeschrieben werden. Eins ist absehbar, mit der Entscheidung von Mittwoch ist natürlich erstmal grünes Licht gegeben worden für den Rettungsschirm und für den Fiskalvertrag, aber an dem Tag, an dem die Tinte noch nicht trocken war, hat man sofort schon neue Vorschläge in den Medien wahrgenommen. Es wird eine europäische Bankenunion auf den Weg gebracht, es wird mit Sicherheit auch weitere Vertragsänderungen geben.
Es ist auch völlig absehbar, wie sich die Eurokrise weiterentwickelt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt in kürzester Zeit beendet sein wird. Und es wird weitere Diskussionen geben und auch Maßnahmen geben, wie man weitere auch Kompetenzen und damit Macht an die Europäische Union weitergeben kann. Und ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass das jetzt alles einfach so weitergehen kann wie bisher. Dass man einfach sagt, okay, wir müssen einfach weiter die Europäische Union stärken und es reicht aus, dass der Bundestag bei wichtigen Fragen dann immer mal wieder zustimmen muss. Das wird nicht ausreichen. Es gibt jetzt schon eine sehr, sehr große Kluft zwischen der Meinung in der Bevölkerung, gerade bei Fragen der Euro-Rettung, und der Meinung im Bundestag. Wenn man sich ansieht, mit welchen Mehrheiten diese Verträge im Bundestag beschlossen worden sind, mit riesigen Mehrheiten, und wenn man sich ansieht, wie ein Protest ist außerhalb des Bundestages gegen diese Verträge, aber auch gegen andere Maßnahmen gegeben hat, dann wird man sehen, dass es auf Dauer ein Gefälle ist, was einer Demokratie einfach nicht gut tut. Und deswegen ist es notwendig, dass man bei wichtigen, zentralen Fragen, bei Rahmenbedingungen eben auch eine direkte Entscheidung, eine direkte Kontrolle der Bevölkerung braucht. Ansonsten glaube ich, werden wir auch diese Euroskepsis weiter verstärken. Ansonsten wird auch möglicherweise aus der Euroskepsis eine EU-Skepsis entstehen. Das kann uns allen, glaube ich, nicht gut tun. Also eine reine Bundestagsbeteiligung reicht nicht aus. Wir freuen uns darüber, dass die parlamentarischen Kontrollrechte gestärkt worden sind. Das muss auch so weitergehen, aber das alleine kann es nicht sein. Wir schlagen ganz konkret vor, dass bei wesentlichen Änderungen der europäischen Verträge und bei Übertragung von weiteren Kompetenzen auf die Europäische Union ein sogenanntes obligatorisches Referendum stattzufinden hat. Das heißt, es muss bei solchen Verträgen eine vorherige Volksabstimmung geben. Das ist auch jetzt nichts völlig Neues. Das ist die geltende Rechtslage in Irland. Deswegen hat Irland über den Fiskalpakt abgestimmt. Das gibt es in eingeschränkter Form auch in Dänemark. Und es spricht eigentlich nichts grundsätzlich dagegen, ob das auch in Deutschland durch eine Grundgesetzänderung ganz konkret des Artikels 23 einzuführen. Klar ist aber auch, direkte Demokratie darf sich nicht nur auf Europafragen beschränken, auch nicht nur auf Referenden. Wir wollen natürlich auch Gestaltungsrechte, Initiativrechte. Auch dafür muss es Grundgesetzänderungen geben. Aber jetzt in diesem Kontext, für den wir heute hier stehen und reden, ist es ganz, ganz wichtig, dass bei weiteren wesentlichen Übertragungen von Hoheitsrechten die Bevölkerung eingebunden wird. Um Missverständnissen vorzubeugen, wir haben auch in der Vergangenheit nie gesagt, dass jetzt einzelne Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel für Griechenland oder für Spanien, dass jede einzelne Hilfsmaßnahme jetzt durch das Volk entschieden werden muss. Es geht wirklich um die Rahmenbedingungen, um Verträge, die entsprechende Konstruktionen auf den Weg bringen. ESM wäre aus meiner Sicht ein gutes Beispiel gewesen. Das Thema ist jetzt leider erledigt, aber wie gesagt, es wird weitere Beispiele geben und dann werden wir das Ganze hoffentlich auch durchsetzen. Und der Bundestag ist auch gut beraten, hier jetzt auch mal proaktiv tätig zu werden. Denn was man jetzt schon bei der parlamentarischen Kontrolle gesehen hat, das ist alles durch Gerichtsentscheidungen dem Bundestag quasi übergeholfen worden. Es ist selten auf freie Initiative hingekommen und eine ähnliche Entwicklung sollte der Bundestag vermeiden, indem man nicht darauf wartet, irgendwann einmal vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen zu werden, ein Referendum anzusetzen, sondern selbstständig jetzt an die Grundgesetzänderung ranzugehen. Dafür werden wir uns in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten, Jahren erfolgreich, sage ich jetzt schon mal voraus, einsetzen. Meine Damen und Herren, Democracy International hat auch deswegen bei dieser Aktion mitgemacht, weil die Aktion hieß ja sozusagen mehr Demokratie in Europa. Democracy International ist ein Netzwerk von Demokratieinitiativen lokaler und transnationaler Art. Und man kann ja eigentlich zunächst sagen, jede demokratische Ebene verdient ihre Beachtung. Sie und ich, wir sind Europäerinnen und Europäer, wir sind Deutsche, wir sind Berliner, Nordrhein-Westfäler, Bezirksmitglieder. Und jede Ebene hat natürlich ihre ganz eigene demokratische Art und Ausdrucksweise und verdient Respekt. Und natürlich die große Frage, vor der im Grunde genommen die Menschheit steht, auf welcher Ebene werden welche Dinge entschieden? Wer entscheidet das eigentlich? Ist es die nationale Ebene, die über den Transport entscheidet? Ja, wahrscheinlich nicht, denn die Lastwagen rollen durch ganz Europa. Es muss wahrscheinlich etwas geben, was über die nationale Ebene hinausgeht. Und genau brisant wird diese Frage, wenn es ums Geld geht. Wo sollen die Steuern erhoben werden? In den Gemeinden, im Land, im Bund? Und genau um diese Frage geht es. Und Politiker neigen dazu,
die Bürger bei diesen Fragen nicht mitnehmen zu wollen, wenn sie ein vereintes Europa aufbauen wollen. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass man, als man den Euro eingeführt hat, gesagt hat, entweder es wird eine Riesenerfolgsgeschichte, dann werden die Leute begeistert von Europa sein. Oder es scheitert in einer gewissen Weise, dann wird Europa bundesstaatliche, sozusagen Staaten, bundesstaatliche Kompetenz zuwachsen, eine eigenständige Wirtschaftsregierung erzwingen quasi aufgrund dieser Notsituation. Und auf dieser schiefen Bahn rutschen dann sozusagen die nationalstaatlichen Demokratien einfach in diese neue, schöne Europawelt hinein. Und da sagen wir als Democracy International, aber vor allen Dingen auch als Verein Mehr Demokratie und viele andere, das kann nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger funktionieren. Und es ist ja sehr interessant, dass man sich in Europa nicht mehr an die Regeln hält, die man sich gegeben hat. Normalerweise würde man solchen großen Dingen wie den ESM, würde man nach Artikel 48 des Lissabon-Vertrages in einem Konventsverfahren besprechen. Und da würde man aus ganz Europa die Menschen zusammenbringen, Parlamentarier, Regierungsmitglieder, vielleicht unabhängige Bürger, und würde das diskutieren. Und dann würde man es sozusagen einführen. Und man hat es quasi vorbei selbst an den europäischen Regeln gemacht. Und auf was wir von Democracy International, aber auch Mehr Demokratie wird da mitmachen, jetzt tun, denn wir werden ganz dringend dazu aufrufen, und ich habe Ihnen hier einen kleinen Aufruf mitgebracht, dass endlich die europäische Ebene sich sozusagen ihrer selbst gewiss wird, einen neuen Konvent einberuft und diese Wirtschaftsregierung, diese Finanzregierung wirklich gut bespricht und dann, und das halten wir wirklich für sehr, sehr wichtig, dann in allen europäischen Ländern den Bürgern zur Abstimmung stellt. Und zwar an einem Tag, sodass nicht sozusagen die Franzosen gegen die Niederländer, die Deutschen gegen die und so weiter, sondern an einem Tag in ganz Europa das abgestimmt wird. Das ist ja sehr interessant, vielleicht noch ergänzend, dass genau an dem Tag des Bundesverfassungsurteils Barroso übrigens einen neuen Verfassungsvertrag für Europa gefordert hat. Und da sind wir übrigens auch sehr stolz. Wir wissen, dass diese Dinge mit unserem, sagen wir mal, retardierenden, kritischen Element zu tun hat. Das Nein ist ja nicht immer etwas Böses, etwas Hinterwäldlerisches, sondern ist etwas Produktives. Dann fangen wir alle an, endlich über die wichtigen Fragen nachzudenken. Und ich kann Ihnen nochmal nur in Erinnerung rufen, Schäuble hat ein Referendum gefordert, das bald käme. Merkel hat europaweites Referendum gefordert, lustigerweise. Und diese ganzen, das haben sie gemacht sozusagen vor diesem Gerichtsurteil. Da waren sie alle sehr verängstigt und haben gesagt, wir müssen wahrscheinlich auf die Bürger eingehen. Und wir hoffen jetzt und bitten wirklich die Politikerinnen und Politiker, die jetzt Verantwortung haben, da auch weiterzumachen. Karlsruhe hat nicht gesagt, ein Weiter-so, sondern sie haben eben den Ball zurück, wie meine Vorredner gesagt haben, zurück in das politische Feld gegeben. Das ist ja auch richtig so. Letztlich müssen wir in der Demokratie demokratisch über die Dinge entscheiden. Und das kann natürlich nicht jedes Detail von 8 Richterinnen und Richter, seien sie auch noch so weise und intelligent, entschieden werden. Also wir werden jetzt ganz entschieden dieses Element, zweite Kampagnenelement, ein Konvent für ein demokratisches Europa vorantreiben.